Dremio Lok, werte Zockergemeinde, und willkommen zu einem neuen Projekt, einem kleinen in einem Free Weekend von Steam, und zwar Endless Space 2. Endless Space 2 war schon vor einiger Zeit mal im Free Weekend. Ich habe es da schon angespielt. Das war allerdings noch kurz bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass ich mir diese Free Weekends ja zunutze machen könnte, um Videos zu den Spielen zu machen. Deswegen muss ich es mir jetzt nochmal ziehen. Aber alles okay. Ich habe es sowieso in der Wunschliste. Es ist also sowieso ein Spiel, das mich persönlich prinzipiell interessiert. Es ist nur, ich habe schon ein Spiel, das dem relativ ähnlich kommt, Stellaris. Deswegen ist es jetzt nicht gerade oben auf meiner Liste. Aktuell ist es zwar gerade ziemlich günstig, das Problem ist allerdings, dass ich mit meinen finanziellen Mitteln gerade ziemlich im Anschlag bin und es mir wahrscheinlich trotzdem nicht holen kann. Ist doch kacke. Aber doch immer. Es wird ein bisschen anders laufen als die bisherigen Free Weekend Videos. Ich werde das hier jetzt nicht alleine machen. Vorausgesetzt, mein Bildschirm macht mit. Der wird gerade die ganze Zeit schwarz, dabei habe ich den Computer gerade erst gestartet. Das Netzteil kann definitiv noch nicht überhitzt sein. Frag mich nicht, was da los ist. Und das Internet muss natürlich auch mitspielen, denn die Idee, der Plan ist, dass wir ein Multiplayer-Match mit Rela zusammen machen. Aber den Spielstart bzw. die Einstellung kann ich ja trotzdem schon mal zeigen. Also, wir sehen hier schon, es hat Mod-Unterstützung. Inwiefern diese Mods nutzbar sind bzw. was diese Mods tun, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ja. Würdest du, danke Bildschirm, würdest du jetzt aufhören mit der Scheiße, Bildschirm? Boah, das ist echt lästig. Da gibt man über 200 Tacken für den Bildschirm aus und der zickt einfach nur rum. Dann haben wir hier Multiplayer-Spiel, Spiel laden, neues Spiel, ganz normal. Dann haben wir hier Einführung. Also sprich, wie viel die einem hier verklickern sollen. Machen wir Experte, weil ich hatte das Spiel ja schon mal und weiß so ungefähr, wie es funktioniert. Okay. Dann kommen wir in dieses Fenster hier. Hier können wir unsere eigene Farbe wählen. Das ganze Bild sieht allerdings übrigens ein bisschen anders aus als vorher. Die haben da definitiv noch was gemacht. Und wir können hier auch die Rasse wählen. Also wir sehen schon hier einige... Im Text, die Erweiterung bla 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 ist nicht aktiviert. Also es gibt einige Rassen, für die werden Erweiterungen benötigt. Und das sind die obersten drei. Alle anderen kann man frei wählen. Also wir haben hier die Sophon. Die sind allwissend. Rasse Sophon. Hier kann man auch irgendwie Skin wählen. Keine Ahnung. Sind ab und an neidisch auf das angeberische Alpha-Männchen. Aha. Ja, gut. Diese Fraktion befolgt die meisten Grundmechaniken des Spiels. Was sind wir denn hier? Ja, wieder schwarzes Bild. Ich sehe wieder nichts. Ich weiß, das werde ich übertragen. Diese Fraktion verwendet zahlreiche ungewöhnliche Spielmechaniken. Du sollst sie erst spielen, wenn du das Spiel schon wirklich gut kennst. Okay. Also, die Symbole hier zeigen an, wie schwierig es ist. Nur ein Quadrat ist einfach, zwei Quadrate ist mittel und hier alle drei, das ist schwer. Dann können wir eben hier wählen, welche Rasse wir wollen. Dann können wir hier noch die KI-Gegner wählen, inklusive ihrer Farbe. Den Sitzungsnamen, den Modus, Einzelspieler, geschützt öffentlich. Benutzerdefinierte Fraktion zulassen, dazu kommen wir gleich noch. Spielteilnehmer bis zu 12. Wir können das aber, glaube ich, auch bis zu 2 runtergehen. Da haben wir nur einen Gegner. Die Geschwindigkeit. Ein normales Spiel dauert maximal 300 Züge. Die Einstellung, die hatten wir letztes Mal noch gar nicht. Es ist ein rundenbasiertes Spiel.
Allerdings, und hier kommt jetzt der Knackpunkt. Hier steht zwar, normal spielt da maximal 300 Züge. Stimmt nicht. Außer sie hätten das inzwischen jetzt auch geändert. Als ich es vor einigen Monaten, das ist glaube ich in 2, 3 Monate her, das letzte Mal anspielen konnte, konnte man wie gesagt das hier gar nicht einstellen. Ich habe lange gesucht danach. Und als die 300 Züge durch waren, kam quasi ein Fenster. Da war quasi der Sieg, welches Team, welche Gruppe gewonnen hat. Ich hatte damals drei Gegner und habe mit denen hier, mit den Lumeris, ein Bündnis gemacht und wir hatten gewonnen. Da kam also nach den 300 Zügen das Siegfenster, die Statistiken. Man konnte danach aber weiterspielen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn das normale Spiel, die 300 Züge durch sind, dass das Spiel einfach fertig ist. Wenn man die Gegner noch nicht komplett vernichtet hat, das aber möchte, was natürlich so ganz klar mein Fall ist, kann man, nachdem das Spiel eigentlich schon fertig ist, unbegrenzt weiterspielen bis zu dem Punkt, wo es einem einfach nicht keinen Spaß mehr macht, beziehungsweise wo einfach alles platt gewalzt ist. Dann haben wir Schwierigkeit. Deine Waffen haben sie ebenfalls Waffen entgegenzusetzen. Okay, Übersetzung ein bisschen komisch. Deine Waffen haben sie nur Stöcke entgegenzusetzen. Aha, okay, ja, jetzt check ich's. Die KI sagen stellt, dass du frei spielen kannst. Deinen Waffen haben sie nur Stöcke entgegenzusetzen, sprich, man schießt mit Kanonen auf Spatzen. Hier haben sie ebenfalls Waffen entgegenzusetzen, also ungefähr gleich stark. Deinen Waffen haben sie bessere Waffen entgegenzusetzen, also hier werden die Gegner schon stärker. Meine Waffen haben sie Panzer entgegenzusetzen. Meine Waffen haben sie biometrische Nuklearwaffen entgegenzusetzen. Das heißt, sprich, hier werden schon Atombomben auf einen normalen Soldaten geschmissen. Und beim letzten, du kannst nicht vorbei. Wow. Interessante Bezeichnung. Du kannst nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei! Ja. Also, Empfehlung für einen Anfänger wäre wahrscheinlich das hier. Da tun die Gegner ein bisschen was, können sich aber nicht wirklich unbedingt groß wehren. Hier marschiert man einfach durch die Gegner durch, die greifen selbst wahrscheinlich auch nie an. Während man hier wahrscheinlich schon im ersten Zug, zweiten Zug mit schönem Schuss rechnen muss. Piratenstärke. Es gibt noch unparteiische Truppen. Da haben wir hier. Es treten keine Piratenverstecke auf. Kann für einen Anfänger natürlich nützlich sein. Dann haben wir hier. Piraten haben durchschnittlich Flotten. Piraten haben starke Flotten, verfügen früher über bessere Module. Und Piraten haben sehr viel stärkere Flotten und noch schneller wachsen. Okay, was haben wir denn hier? Für eine erweiterte Einstellung für diese Kategorie. Oh. Wow. Jetzt kann man ja ordentlich was einstellen. Einzigartig Zufall. Die zufällige Fraktionsauswahl zu Spielbeginn wählt nur Fraktionen, die nicht ausgewählt wurden und begrenzt die Anzahl an überflüssigen Fraktionen. Okay. Das heißt, man kriegt nicht zweimal die Lumeris. Wenn es schon ein Lumeris gibt, wird man nicht selbst Lumeris. Okay, cool. Anzahl Nebenzivilisationen. Es gibt natürlich nicht nur die Fraktion, sondern auch Planeten und Welten, die von, ich nenne es jetzt mal, fraktionslosen Völkern bewohnt werden, die man durch die Erkundung des Systems und des Planeten schlussendlich assimilieren kann und in die eigene Fraktion aufnimmt. Und dieser Regler, der klärt, wie viele dieser Nebenzivilisationen es geben soll. Und hier haben wir gleichzeitig noch die Schwierigkeit dessen. Und dann noch Superwaffen. Mit oder ohne Ausmerzer, Kernbrecher und Systemschilde spielen willst. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Dann Zeitmanagement. Lege die Geschwindigkeit der Animationen fest. Okay. Die Kämpfe hier sind animiert. Und zwar sehr schön animiert. Also wenn ich
Stellaris sich schon gehabt hätte, auch wenn das hier unten passiert ist, was mir persönlich nicht gefällt, ich hätte das Stellaris vorgezogen. Einfach weil die Kämpfe wirklich schön animiert sind. Wir werden es später noch sehen. Global. Dieser Modus legt eine Dauer für die Spielpartie fest und ignoriert zeitliche zugehende. Was? Zeitliche zugehende Beschränkungen. Okay. Also das heißt, es ist nicht rundenbasiert, sondern es wird dann Echtzeit? Und es wird schlussendlich einfach eine maximale Spieldauer angegeben? Zeitliche Zugendebeschränkung. Ach nö, zeitliche Zugendebeschränkung. Das heißt, nein, es bleibt für Zug, aber es gibt keine Beschränkung für die Züge. Also das heißt nicht 300 Züge, sondern, keine Ahnung, 4 Stunden. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man in die 4 Stunden 100 Züge schafft oder 1000. So ist das gedacht. Jetzt kapier es. Zeitbegrenzung Züge. Legt fest, ob die Zeitbegrenzung für Züge aktiviert ist. Automatischer Kampfbeginn. Aha, Kampfergebnis-Timer aktivieren. Bäh. Dann haben wir Erzählungen. Ja, es gibt noch ein bisschen Story im ganzen Spiel zu den Rassen, zu den Nebenzivilisationen und. Was bei diesem Spiel einfach der größte, absolut größte Unterschied zu Stellaris ist. Hier legt man einen extrem hohen Wert auf den Bau der eigenen Strukturen, auf. Ah, Kacke. Regierung. Man muss sich also wirklich um die eigene Fraktion kümmern, um die eigenen Planeten, um die Regierung darauf, dass die Leute zufrieden sind und so weiter. In Stellaris kann man das größtenteils eigentlich völlig ignorieren. Aber hier, in Endless Space 2, wenn das Volk auf einem Planeten nicht mit dir zufrieden ist, kannst du den Planeten eigentlich nicht nutzen. Du kannst nichts mehr machen darauf. Weil die Leute, die hauen auch wirklich ab und du kriegst keine Ressourcen mehr. Im schlimmsten Fall bist du wirklich im Arsch. Nur weil du dich nicht um deine eigenen Leute kümmerst. Also es ist hier tatsächlich auch ein Regierungsmanagement nötig in diesem Spiel. Andernfalls bist du platt. Dann haben wir Siegbedingungen, Punktesieg, Sieg durch Überlegenheit, Eroberungssieg und. Dann Galaxie. Galaxieförmig, so die Form der Galaxie, Zwillingsgalaxien. Okay, das gab es glaube ich letztes Mal auch noch nicht. Anzahl der Konstellationen. Okay. Galaxiegröße, also ich denke, wenn man hier auf 12 Spieler geht, dann sollte man schon mal irgendwie so ein bisschen riesig oder so machen. Sonst sitzen alle aufeinander drauf. Galaxiedichte. Keine Ahnung, müssen wir noch ein bisschen genau reingucken. Auch hier können wir noch etwas mehr reinschauen. Überfluss Ressourcen, also heißt, wie viele Ressourcen es gibt. Anomalie. Kuriositäten. Wie war das? Kuriositäten. Wenn man in Stellaris, und ich vergleiche das halt die ganze Zeit noch mit Stellaris, weil sich die Spiele relativ ähnlich sind. In Stellaris kann man einfach Truppen produzieren, hat seine Kommandanten, die man ständig rekrutieren kann. Es gibt auch eine gewisse Auswahl aus Kommandanten. Hier hingegen muss man tatsächlich erstmal die, ich nenne es jetzt mal Heldenakademie, freischalten, indem man sie irgendwie findet. Und erst dann kriegt man wirklich Zugriff auf neue Helden, mit denen man dann wiederum neue Flotten bilden kann. Also ich glaube, man kann eigentlich auch Flotten ohne Helden bilden, aber Helden geben natürlich noch Zusatzbonis. Das ist auch in Stellaris so. Man braucht keinen Kommandanten unbedingt, aber ein Kommandant gibt natürlich noch zusätzliche Werte, beispielsweise erhöhte Feuerrate, weil, keine Ahnung, er ist technisch versiert und hat deswegen bessere Techniker. Ja. So ungefähr in der Richtung. Jetzt kommt aber der Punkt noch. Benutzerdefinierte Fraktion zulassen. Wir können hier, jetzt glaube ich hier, die Fraktion auch in diesem Bildschirm hier wählen.
Hier haben wir noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Eikel, zu der Rasse, zu dem Volk, zu der Zivilisation. Wir können aber auch, mal davon abgesehen, dass wir hier uns noch die verschiedenen Schiffstypen angucken können. Eine kurze Geschichte zu den Rassen. Wir können aber auch benutzerdefinierte Fraktionen erstellen. Da können wir der Fraktion einen Namen geben. Wir können denen eine Eigenschaft geben. Wähle die Haupteigenschaft einer benutzerdefinierten Fraktion aus. Dieser bestimmt, wie viele Fraktionspunkte für Merkmale eingesetzt werden können. Das heißt, hier ist eigentlich wichtig die Zahl dahinter und nicht wirklich alles andere. Im besten Fall nehmen wir natürlich einen, der 100 hat. Aussehen. Das gibt auch nochmal Punkte, wie ich gerade sehe. Wähle das Aussehen der Bevölkerung, Fraktion. Hiermit legst du ebenfalls fest, welche Hauptquests aktiviert wird, welche Buch für die Schiffsdesigns zur Verfügung stehen und welche exklusiven Technologien du erforschen kannst. Aha. Also das sind auch wieder die, die einfach sind, haben am meisten und ja, die anderen haben weniger Punkte. Oh, die Voltas, was sind... Die würden mir eigentlich sogar noch relativ gefallen, muss ich sagen. Egal. Autor, das ist auf selbst, da kann man der Rasse noch eine eigene Beschreibung hinzufügen und dann kann man hier Rassenmerkmale reinsetzen. Expansion, das sehen wir, was es kann und was es nicht kann. Ups. Dann noch ein bisschen was selbst pushen. Es gibt Plus- und Minuswerte. Man darf dabei, glaube ich, auf die 100 nicht überschreiten. Oder so irgendwas in der Richtung. Man muss einfach beachten, dass es hier nicht drüber hinausgeht. Militär, Helden, Anfangstechnologien. Ach, wir können hier alles machen. Also es sind die Filter, wo wir dann gezielt heraussuchen können. Auch hier sehe ich gerade, es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten hier als in Stellaris. Weil das ganze System hier haben wir in Stellaris auch. Nur nicht so ausgefeilt. Und auch das haben sie jetzt im Verlauf dieser beiden Free Weekends extrem erweitert. Dann einmal Planet. Das ist vor allem in welcher Region, also was für ein Planetenterrain diese Rasse am besten klarkommt. Also wenn man hier jetzt auf einem Meerplaneten ist, kommt man natürlich auf einem Steppenplaneten, der kaum Wasser hat, nicht so gut klar. Und deswegen wächst die Bevölkerung dort weniger schnell. So als Beispiel. Und sie sind auch nicht so zufrieden. Die Regierungsart, Demokratie, Diktatur, Föderation, Republik, Alleinherrschaft. Steht unten links auch noch jeweils, was das macht und wie das funktioniert. Die Bevölkerung, wie das Volk heißt. Politiker, also Politik noch ein bisschen mehr Umweltschutz, mehr militärisch, mehr geistlich. Anti-Umweltschutz, also wie es... Die Politik hier ist aktuell auf Macher, sie sind Anti-Umweltschützer und gar nichts. Da kann man noch was reinklatschen. Boni, so was für Bonus man kriegt. Steht auch jeweils unten links, was es für ein Bonus ist. Das sind verschiedene Ressourcen, die wir hier unten sehen. Plus 1 auf, was ist das, glaube ich, Forschungspunkte? Pro Bevölkerung oder so irgendwas. Und hier sehen wir dann die Zusammenfassung. Wenn das alles so zusammenpasst, oh, hier haben wir noch ein Symbol, guck an. Wenn das eben dann alles so zusammenpasst, kann man Erstellen drücken und dann kann man diese Rasse hier auch auswählen. Vorausgesetzt, man lässt diese hier zu. Wenn man dann seine eigene Rasse gewählt hat, unter Umständen auch Ungefalle wird... Haben wir doch gar nicht. Ungefalle? Eben. Und dann auch hier die KI-Gegner alle bereit gemacht hat. Man kann sich selbst die Gegner wählen. Es gibt, man könnte zum Beispiel einmal jede Rasse nehmen. Dann ist alles vorhanden. Und den Rest einfach auf zufällig machen. Oder man macht verschiedene Rassen mehrmals. Ist einem selbst überlassen. Kann man das Spiel starten. Und ich habe gerade gehört, meine Waschmaschine pfeift. Meine Wäsche ist fertig.
passt doch. Ich habe das hier jetzt, glaube ich, so ziemlich fertig erklärt. Also es gibt hier wirklich ordentlich Einstellungsmöglichkeiten, um ein Spiel nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, ein eigenes Volk, eine eigene Rasse, eine eigene Zivilisation wirklich auf die Beine zu stellen, so wie es einem gefällt. Also ich weiß es gar nicht. Irgendwie, die hier gefallen mir, die finde ich lustig, aber man sieht hier, man muss auch ein bisschen auf die Schiffstyp machen. Ja, die Schiffe nicht passen. Naja, und jetzt hier die Peter-Klasse, was ist das? Ein Ei? Eierschale? Aber das ganz Große gefällt mir wieder. Also, man muss auch ein bisschen darauf achten. Wer mir sehr gefällt, sind die hier. Einfach auch die Schiffsdesigns gefallen mir von denen. Ihre schwarze Rüstung gefällt mir von denen. Aber vielleicht nehme ich nicht ihren eigentlichen Spielstil. Ja, ihr es gehört. Eventuell nehme ich nicht den normalen Spielstil, sondern mache aus dieser Rasse mit diesem Aussehen und diesen Schiffsdesigns eine Rasse, die eigentlich normal spielt. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ja, das wäre natürlich geil. Ach ja, das ist hier, genau, schiffsgebunden. Das Volk der Vordia neu lebt auf riesigen Archen und kolonisiert Systeme auf ganz besondere Art und Weise. Wenn die Archen in einem unbewohnten System vor Anker gehen, bewirtschaften sie alle dort kolonisierbaren Planeten gleichzeitig. Archen erhältst du, wenn du gefangen genommene Bevölkerung eine einzigartige Ressource entziehst. Essenz. Dieses Volk, sobald hier die Affinität und Merkmal schiffsgebunden ist, bevölkern die selbst keine Planeten. Die haben dann nur hier ihre Arche, welche ein zusätzliches, relativ kampfstarkes Schiff ist. Das Problem ist allerdings, wenn das Schiff zerstört wird und man hat nur dieses eine, dann hat man schon so gut wie verloren. Das macht es relativ schwierig, schiffsgebunden tatsächlich zu gewinnen. Deswegen ist die Rasse auch als sehr schwer angegeben. Und zwar als einzige von den Nicht-DLC-Rassen. Man müsste aber theoretisch Eigenschaft. Zapp, und wir haben das schiffsgebunden weg. Dann haben wir zwar, glaube ich, die Archen nicht mehr. Aber wir haben das Volk und wir haben ihre Schiffstypen. Ist doch geil, oder? Und so kann man ein bisschen herumbasteln. Und ich muss sagen, die gefallen mir eigentlich wirklich. Ich glaube, wenn ich mir das Spiel hole, dann hole ich mir die Erweiterung dann auch. Vom sind die auch einfach. Okay. Ja. So viel zum Anfang von Endless Space 2. Sobald Rela dann mal aus dem Bett kommt, oder was auch immer der gerade macht, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, dass wir ein Match starten können. Ich werde mir derweil mal noch eine eigene Rasse zusammenstellen, glaube ich. Ansonsten nehme ich einfach die Vordia neu. So wie sie sind. Irgendwie hat das durchaus auch schon so seinen Reiz, schon mit dem großen Schiff, mit der Arche. Aber das heißt ja eben auch, man sollte das Spiel schon wirklich in den ganzen Systematiken kennen. Und das tut man nicht, wenn man es nur in einem Freeway-Game mal angetestet hat. Und ein einziges Spiel gespielt hat, das auf irgendwie 320 Runden ging. Also, ja. Wir werden sehen. Eventuell funktioniert es sogar, weil Rela das Spiel seit Anfang an hat. Er kennt das Spiel, er kann mich dabei dann natürlich auch unterstützen. Wir werden dann wahrscheinlich sowieso als Verbündete spielen. Dementsprechend kann er mir da dann sicherlich auch Tipps geben. Von daher wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich die Vordia neu als Original nehme. Einfach weil die schwierigsten sind und wenn ich das mit ihm zusammen dann im, ich sage jetzt mal, Let's Play auch genauer erläutere, wie die funktionieren, dann könnte das eigentlich sogar ein sehr informatives Let's Play werden. Ha! Ich werde mir das noch überlegen. Also ich werde mir auf jeden Fall mal eine Rasse produzieren und werde das dann mit ihm angucken, wie wir das machen wollen. Dementsprechend verabschiede ich mich von diesem ersten Part. Wir sehen uns definitiv noch in einem zweiten. Bis denne und ciao!